Es ist ganz wichtig, dass wir den Bereich A-Nationalmannschaft mit Blick auf die Europameisterschaft im eigenen Land jetzt neu aufstellen, die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten auch klar haben. Und da sind wir mit der Taskforce dabei, das zu diskutieren und treffen uns auch in der kommenden Woche wieder. Wir haben in der ersten Runde in der Tat nicht über Namen gesprochen, sondern erstmal darüber, wie muss eine Struktur aussehen, in der so eine Person arbeitet, was sind Kriterien, die wir anlegen müssen, wie muss ein Profil aussehen. Es gibt in der Tat viele Namen und fast täglich neue, die genannt werden oder die man lesen kann. Rudi Völler ist selber Teil der Taskforce und ich kenne ihn wirklich gut, weil ich ja hier vom Mittelrhein komme, aus derselben Region wie er. Er war in Leverkusen lange unterwegs und ich hier am Mittelrhein ja auch. Komme hierher, wir haben ein gutes Verhältnis, sehr vertrauensvolles Verhältnis. Er ist ein absoluter Sympathieträger im deutschen Fußball. Aber nicht nur Sympathieträger, ist auch fachlich, glaube ich, mit seinen verschiedensten Tätigkeiten als Nationalspieler, als Chef eines Bundesliga-Vereins bringt er sicherlich viele Voraussetzungen mit. Aber nochmal, wir werden jetzt in Ruhe schauen und uns nicht am Name-Dropping beteiligen, sondern jetzt erstmal nochmal über die Kriterien sprechen. Und dann werden wir gucken, wer am Ende aus unserer Sicht am besten darauf passt. Und das sind die nächsten Schritte. Da lasse ich mich auch nicht von abbringen, von dieser Reihenfolge.